Ja, das Fahrzeug kann Beschuss aushalten, auch Ansprengungen, Detonationen kann man dort aushalten und man kann eben dadurch Menschen in Gefahrenzonen retten, bergen oder auch Einsatzkräfte in solche Gefahrenbereiche bringen. Schon eine Menge Erfahrung, viel Beschulung, viel Kenntnisse, sodass wir nicht jeden auf dem Fahrzeug das Fahrzeug lassen. Und das, ich kann Ihnen jetzt keine Größenordnung sagen. Wir werden mal sehen, auch wie das auf mehrere Schultern verteilt werden kann, dass nicht immer der gleiche in die Notwendigkeit kommt.